Schüler, liebe Freunde der Mathematik, wir behandeln heute ein ganz einfaches Problem aus der Vektorrechnung, nämlich die Addition von Vektoren und die Subtraktion von Vektoren im dreidimensionalen Raum. Diese Problematik wird zu Anfang der Vektorrechnung behandelt. Ich will ganz kurz mal ein paar Bücher zeigen. Wir haben dieses Buch, das ist die Mathematik für die gymnasiale Oberstufe, Band 2. Es gibt da zwei Bände. Der erste Band behandelt die Analysis. Und hier haben wir überwiegend Vektorrechnung drin und dann auch noch Stochastik. Dann haben wir diese blauen Bücher von Bigalke Köhler. Da gibt es vier für jedes Semester eins. Und was ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel dieses Buch, da gibt es auch, wie gesagt, zwei Bände, dieses EDM, und das ist aus dem Schrödel Verlag. Kommen wir zu unserer Problematik. Wir betrachten, wie gesagt, die Vektoren im Raum, also im R3. Dann versteht man unter der Summe zweier Vektoren A und B den Vektor, der entsteht, wenn man die einander entsprechenden Koordinaten des Vektors A und des Vektors B addiert. Das heißt also konkret, ich habe A plus B. Die Koordinaten von A im dreidimensionalen Raum sind A1, A2, A3, für B, B1, B2 und B3. Und jetzt wird koordinatenweise addiert. Also ist der sogenannte Summenvektor dann A1 plus B1, A2 plus B2 und A3 plus B3. Wenn ich das Ganze grafisch darstelle, dann gehe ich mal aus, ich habe hier den Vektor A, da den Vektor B. Und wenn ich dann vom Ausgangspunkt bis zum Endpunkt des Vektors B das Ganze betrachtet, dann habe ich eigentlich die Summe dieser beiden Vektoren. Hier nochmal anders dargestellt, Vektor A und Vektor B. Ich spanne das Parallelogramm auf und dann ist die resultierende gleich der Summe von A und B. Das ist simpel abgesehen. Gehen wir ein bisschen hier rüber. Zu jedem Vektor A gibt es genau einen Vektor minus A, sodass zum Beispiel gilt, Vektor A plus dem negativen Vektor A ist gleich dem Nullvektor. Die Differenz von A minus B, zweier Vektoren A und B, sei gegeben, nämlich durch A minus B oder A plus und dann den negativen Vektor von B. Hier muss ich noch kennzeichnen, dass es ein Vektor ist. In der Koordinatendarstellung hätten wir wieder A minus B, A1, A2, A3, minus B1, B2, B3, ist also A1 minus B1, A2 minus B2 und A3 minus B3. Das Ganze grafisch dargestellt. Wir haben hier den Vektor A, hier den Vektor B und die Differenz ist dann dieser Pfeil hier, der von B in Richtung A geht. Dann haben wir also Vektor A minus B, denn das hier ist ja dann der negative Vektor zu dem Vektor B. Wenn man das betrachtet für weitere Aufgaben, die dann komplizierter sind, dass man immer weiß, wie setzt sich A minus B zusammen, dann habe ich keine weiteren Probleme. Also das für diese einfache Aufgabe. Okay, bis dahin.